Es ist so ein Glück. Dieses Spiel ist legit einfach das wahre Leben. Der ein komplettes Arschloch ist, kriegt unverdient alles in den Arsch geschoben und ich muss mich abrackern, dass ich irgendwas kriege. Das ist einfach real life gerade. Heute zock ich Mario Party Superstars mit euch. Und wie ich sehe, ist der Chat schon ordentlich gefüllt. Jetzt warten wir mal drauf, wer da als erstes reinkommt. Alter, das ist gerade echt mies für einen gewissen jemand. Heute spielen mit. Ganz unten haben wir den einzig wahren Typen, der Remixes und Best-ofs erstellt. Es ist Danny Videoknaller. Und ganz oben haben wir den geilsten Typen der Welt. Welches spielen wir denn? Mama der Reihenfolge, einfach Yoshi ist oben, Insel. Mama zum Einstieg mal 10. So, let's fucking go! Das könnte dann absolut ich sein, was der gerade gemacht hat. Zahlen. Ja, da kommen wir mal 3, ich habe eh genug Geld. Was haben wir denn da schön? Das ist ein eigenes Feld. Die Krabbe da unten ist ja auch. Habe ich gerade den Stern versetzt? Ich glaube, ich habe gerade den Stern versetzt, kann das sein? Ja, okay, ich glaube, ich habe gerade ziemlich heftig verkackt. Ich glaube, ich habe. ich glaube, ich habe gerade echt mies reingeschissen, kann das sein? Wo ist denn jetzt der Stern? Der ist jetzt irgendwo da auf der anderen Seite, oder? Wir sind jetzt komplett falsch. Oh Gott. Der versteht schon wieder. Ah ja, diese Teile sind ja auch so. Bruder, diese Melonen sehen ja geil aus. Jeder kriegt jetzt einen Stern. Wobei, andererseits, ich gönne sie mir. Ist komplett auf der anderen. Ja, gut, von mir aus. Gönn dir. Na, mein Bruder, du wolltest dir etwas gönnen, oder? Gönn dir mal lieber den geraden Weg. Ich verstehe ehrlich gesagt nie, was ich tun soll. Lass diese Kaudi-Stirne, Mann. Moin, Jubel. Schön, dass du auch vorbeischaust. Weiß irgendeiner, was ich hier tun soll? Aber Digga, Lexi macht ja einen Scheiß. Lexi, hilf mir. Digga, Lexi, was machst du? Mit deinem Mate den Tod umkreisen. Ja, mein Mate macht einen Scheiß. Kuss, Digga. Also im Rat, das klaut er von mir, oder? Von mir. Ja, komm, war klar, fick dich. Wobei, andererseits, wenn man darüber nachdenkt, er hat ja absichtlich das Minispiel verkackt, damit ich kein Geld kriege. Und jetzt klaut er mir Geld. Bitte lass es nur so 2 Münzen sein. 14! Wolltest du mich ins Arschloch kicken? Geringverdiener. Bitte sag mir, ich lande auf dem Feld, wo der Stern versetzt wird. Ja! Verdient! Einfach nur verdient, Lexi. Das hast du absolut verdient. Alter! Er ist ein Feld vor dem Stern! Nein, kein böses Minispiel. Oh Gott, Danny hat nicht so viel Glück heute. Geil. Komm, please, please. Nein! Nein, nein, verpiss dich. Was für der hat ihn bekommen? Was für dieser Dreckswuhlenswichser? Wieso hat der ihn bekommen? Der das ganze Geld. Wollt ihr mich ins Arschloch ficken? Jetzt kriegt der Wichser, der das null verdient hat, das ganze Geld. Die steht für gönnen. Erkan und Lecker sind wahrhaftig beste Freunde. So, her mit dem Geld. Das ist mein Geld, das gehört mir, das gönne ich dir nicht. Verpiss dich. Ganz ehrlich, auf gut Glück. Probieren wir's. Ich habe eh schon so gut wie verloren, die Runde. Ja, verdient. Boah, Scheiße, ich habe nicht genug Geld. Bitte niedrig. Nein! 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 Was ist das? Irre genommen! Das ist aber auch... Oh nein, der versetzt ihn jetzt wieder. Nein! 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 Und jetzt ist Lexi dort. Nein! Nein! Siehst du, das ist eines der schlimmsten überhaupt.
So toll, jetzt habe ich das Geld für einen Stern, aber ich bin irgendwo am Arsch der Welt. Der Wichser kriegt jetzt unverdient wieder einen Stern? Dieses Spiel ist legit einfach das wahre Leben. Der ein komplettes Arschloch ist, kriegt unverdient alles in den Arsch geschoben und ich muss mich abwarten, dass ich irgendwas kriege. Das ist einfach real life. Was für ein Bonus ist das? Okay, Josh gönne ich sogar ausnahmsweise, weil er hat mies einen verloren. Was war das eigentlich gerade für einer? Drü, wer könnte das sein? Danny, oder? Wollt sie mich verarschen? Wenigstens bin ich nicht letzter. Danny tut mir echt leid. Der hat, glaube ich, sogar noch mehr Pech gehabt als ich diesmal.